aufgeschrieben, während ich fleißig zugehört habe. Und was mich am meisten interessieren würde, ist auf jeden Fall, wo ist eigentlich die Grenze zwischen, ich sag mal, visuelle Erotik und Pornografie? Also ich habe ja jetzt rausgehört, dass die alle Pornografie absolut verwerflich finden. Und also ich finde, es gibt ja auch Feminismus-Porno beispielsweise. Oder es gibt ja diesen Feminismus-Porn-Guide für Frauen, die eben traumatisiert sind, die eben Pornografie sehen wollen, die nicht überaus gewalttätig sein soll, die eben einem gute Gefühle geben soll beim Konsum. Und da frage ich mich eben auch, sind Sie auch gegen diese Art von Pornografie oder ist dann Pornografie wiederum in Ordnung, weil es eben nicht so negativ dargestellt wird? Und wie soll denn die Sexualität überhaupt Ihrer Meinung nach aussehen? Wann soll Aufklärung Ihrer Meinung nach stattfinden? Ich habe 1000 Fragen. Dietmar Roller, International Justice Specialist in der Menschenrechtsorganisation, die weltweit im Kampf gegen Menschenhandel und moderne Sklaverei ist. Und wir beobachten etwas ganz anderes und das wollte ich einfach nochmal reingeben. Wenn sozusagen immer mehr möglich ist, dann wird auch die Skala nach oben oder die Kurve nach oben immer höher und immer stärker. Wir haben in den letzten drei Monaten alleine in den Philippinen 20 Kinder aus Internetpornografie herausgehört, das jüngste war 2 Monate alt, wo neue Formen der Ausbeutung angesprochen werden. Wenn wir in der Globalisierung gucken, dann gibt es das Wort Squeezing, wenn es darum geht, den letzten Preis sozusagen aus dem T-Shirt herauszudrücken. Wir erleben Squeezing bei armen Leuten, aus denen das Letzte herausgepresst wird, um Gewinn zu machen. Und zwar sieht es dann so aus, dass man live hier in Deutschland ein Kind auf den Philippinen für 2 Stunden zur Verfügung hat. Man zahlt über Western Union einen Betrag, 100 Euro ein, und hat dann diese freie Zeit und vor Ort kann dann gemacht werden, was der Mann, die Frau in Deutschland will. Wir haben viele Fälle, alleine in den Philippinen kommen jede Woche, jeden Monat 800 Anfragen an, die nicht beantwortet werden, auf Verdächtigungen hin. Und was wir halt sehen, ist, dass diese Spirale, die anfängt, wo man sagt, naja, Sexualität ist gut, man soll sie ausleben, und dann kommen die einzelnen Formen der Sexualität dazu, dass das irgendwann nicht mehr genügt und man dann im Squeezing immer das Nächste und Nächste will und immer mehr macht. Und das macht uns sehr viel Sorgen, wo wir auch sagen, wir sind Teil von Gemeinsam gegen Menschenhandel, wo ich sage, wir leben in einer Welt, wo eben das Normale nicht mehr genügt, aber sagen wir, das, was man dann will, das holt man dann bei den Ärmsten der Armen. Dankeschön. Es sind jetzt noch wahnsinnig viele Fragen offen und ich glaube, das liegt in der Natur des Themas. Ein Satz von Professor Schirmacher. Herr Heinrich hat die Frage schon beantwortet. Wir wollen eine Diskussion. Wir haben nicht auf alles eine Antwort. In dieser Diskussion werden diese Fragen alle vorkommen. Ja, es geht nicht vorrangig um eine moralische Diskussion, wo einer sagt, ich weiß genau, was geht und was nicht, und dann müssen alle dem folgen. Ja, es geht, wir müssen einen gesellschaftlichen Konsens finden, und da wird es dann auch immer Sachen geben, wo Sie noch sagen, ja, also sehe ich kein Problem, und ich sagen würde, also das mir für mich nicht. Ja, aber es geht erstmal um den Konsens für die große Linie. Und deswegen habe ich bei der Debatte damals gesagt, also wenn wir uns nicht einigen können, wir wollen keine Vergewaltigung sehen, worüber soll ich dann weiter diskutieren? Ja, dann können wir uns über alles andere ähnlich einigen. Das brauchen wir, und da wird dann am Ende auch, wie bei anderen Themen auch, ein gewisser gesellschaftlicher Konsens, zumindest für die Gesetzesform. Und zu der anderen Frage, also liebe Leute, meine Eltern haben mir gesagt, im Dritten Reich, als das so langsam dem Ende zugeht, davon wird sich Deutschland nie wieder erholen. Das wird nie aus den Köpfen rauskommen. Und für uns ist heute nur noch eine unangenehme Erinnerung. Ja? Ich glaube, das Einzige, was uns fehlt, die Folgen, es ist immer noch eine schlimme Sache. Ja? Die Bevölkerung reagiert, wenn es so dramatisch wird, ja? Als in Biafra 1975 Hunderttausende verdurstet sind,
Ja? Nur weil niemand organisiert hat, dass die Wasser kriegen, waren plötzlich alle dafür, dass die UN ein Recht, Menschenrecht auf Wasser hat und organisiert, dass Wasser hinkommt, wenn es kein Dach ist. Ja? Warum haben wir denn den Menschenrechtskatalog? Na, weil wir 6 Millionen Juden umgebracht haben. Da haben die Leute gesagt, jetzt müssen ja wohl mal Menschenrechte her. Ja? Die Debatte war alt, keiner war so richtig dafür zu kriegen, dann kam es so knüppeldicke, dass die Welt gesagt hat, also jetzt muss ja irgendwas passieren. Ja? Ich glaube, wir haben einfach noch nicht. Und ein letztes Wort zur CDU. Wir haben nicht gesagt, die Politiker müssen besser informiert sein. Das ist nicht das Thema. Sondern die Politiker wollen gewählt werden. Und die machen das, wo sie denken, was die, ich sage nicht, was die Wähler wollen, sondern was sie denken, was die Wähler wollen. Und das ist das, was in der Öffentlichkeit ist. Und solange selbst die AfD so ein Thema nicht entdeckt, weiß ich, selbst bei der AfD, ist im Parteitag keiner, der sagt, wenn wir das nicht ins Programm aufnehmen, brauchen wir gar nicht anzutreten. Die Linken sprechen gegen Kapitalismus. Solange die nicht mal ansprechen, dass es einen Kapitalismus der Pornografie gibt, ja, müssen auch die Unterstützer der Linken erstmal ordentlich Gas geben. Darum geht es nicht um die Information, die im Bundestag zu verbreiten, das ist nicht so schwierig. Ja. Aber das Empfinden, wenn ich da nichts tue, dann riskiere ich, dass viele Leute, die wollen, dass ich was tue, irgendwie denken, der tut ja gar nichts. Ja. Und das hat mit der Parteizugehörigkeit überhaupt nichts. Danke, Herr Professor Schirmacher. Danke Ihnen allen noch im Podium. Bitte lassen Sie uns die Gespräche fortsetzen.